Ja, liebe Freundinnen und Freunde, seit über 15 Jahren engagiere ich mich jetzt schon für eine gerechte, weltoffene und ökologische Politik. Seit 15 Jahren streite ich in Leipzig und in Sachsen gegen MOVE, MIEF und altes Denken, gegen den Staub in den Amtsstuben und Institutionen. Doch noch nie habe ich so viel Aufbruchsstimmung erlebt wie in vielen Teilen der Bevölkerung wie in den letzten Monaten, liebe Freundinnen und Freunde. Immer wieder sind Tausende in Bewegung für umfassende, für echte Veränderungen. Sie streiken für den Klimaschutz, sie gehen auf die Straße für bezahlbare Mieten und für Rechtsstaatlichkeit. Sie sammeln Unterschriften für mehr Bildungsberechtigkeit. Doch gleichzeitig sehen wir Tag für Tag einen Regierungsstil, der über die Köpfe der Menschen hinweg entscheidet. Wir erleben einen Ministerpräsident, der noch vor der Abstimmung im Landtag und trotz unzähliger Proteste gegen den Frontalangriff auf unsere Freiheitsrechte das neue Polizeigesetz schon für beschlossen erklärt. Wir erleben einen Innenminister, der die Wohnungsnot in unseren Städten abtut mit »Zieht doch aufs Land«. Wir erleben einen Kultusminister, dem vor lauter Nachholbedarf beim selbstverschuldeten Lehrkräftemangel jetzt auch noch die Erzieherinnen ausgehen. Das alles zeigt sehr, sehr deutlich, dass eine Politik, die nichts sehen, nichts hören und nichts sagen will, einfach nicht mehr funktioniert, liebe Freundinnen und Freunde. Sachsen braucht endlich eine Politik, die die Herausforderungen angeht. Sachsen braucht eine Politik, die mit den Menschen kommuniziert. Eine Politik, die Haltung zeigt und eben auch mal neue Wege geht. Diese Politik wird es nur mit uns Grünen geben und ich will es gemeinsam mit euch verwirklichen, liebe Freundinnen und Freunde. Lasst uns gemeinsam 2019 klarmachen, dass wir der Bündnispartner sind für all jene, die hier für Freiheitsrechte, Demokratie und Weltoffenheit eintreten. Für all jene, die nicht wollen, dass das Recht auf Wohnen von der Postleitzahl abhängt. Für jene, die wissen, dass wir eben kein Kind zurücklassen dürfen und sich für mehr Bildungsgerechtigkeit einsetzen. Lasst uns gemeinsam dafür kämpfen, dass Sachsen ab dem 2. September ökologischer, weltoffener und gerechter wird, liebe Freundinnen und Freunde. Und seitdem ich mich gesellschaftlich und politisch engagiere, kämpfe ich für eine bessere Bildung. Ob in Leipzig als Sprecherin des Studentinnenrates der Universität Leipzig oder als Sprecherin und Gründerin der Leipziger Kita-Initiative oder jetzt auch als Landessprecherin. In den nächsten Jahren will ich gemeinsam mit euch für eine echte Bildungswende in Sachsen kämpfen. Und ihr alle wisst, wie dringend und notwendig das ist. Und obwohl jedes Jahr, und wir werden es in wenigen Wochen wieder sehen, Kita-Qualität und gute Schulbildung wieder auf jedem Wahlplakat propagiert wird oder wahlweise auch in Stein gemeißelt wird, ist offenkundig, Sachsen verliert den Anschluss. Sachsen ist Schlussstrich bei der Betreuungsquote. Überall Lehrermangel und Unterrichtsausfall. Der CDU-geführten Landesregierung ist ohne Wenn und Aber die Bildungspolitik längst entglitten. Trotz aller Warnungen in den letzten 10 Jahren von Eltern, Gewerkschaften und Lehrkräften ruht man sich auf den alten PISA-Erfolgen aus. Das lassen wir der CDU nicht mehr durchgehen. Ich sage ganz klar, nicht nur im Alphabet kommt Anstrengung vor Erfolg. Und wir Grüne, wir haben einen klaren Plan für unsere Bildungswende in Sachsen. Gute Bildungspolitik beginnt in der Kita. Wir brauchen endlich eine Ausbildung und Qualitätsoffensive in der frühkindlichen Bildung. Damit die Bildungsqualität in der Kita nicht nur auf dem Papier steht, wollen wir die längst überfällige Verbesserung des Personalschlüssels endlich durchsetzen. Sachsen muss endlich den Anschluss an bundesdeutschen Durchschnitt erlangen. Und der Erzieherinnenmangel ist inzwischen offenkundig. Der Krankheitsstand in den Einrichtungen ist enorm und viele Erzieherinnen arbeiten weit über ihre Belastungsgrenze hinaus. Es droht das gleiche Desaster, wie wir es an den Schulen schon erleben. Deshalb brauchen wir deutlich mehr Ausbildungskapazitäten, ohne dabei an der Qualität zu rütteln. Lasst uns einen echten Qualitätssprung für unseren Kitas schaffen. Das sind wir unseren Kindern schuldig, liebe Freundinnen und Freunde.
Wir brauchen aber auch endlich mehr Bildungsgerechtigkeit an unseren Schulen. Viel zu viele Kinder erleben gesellschaftliche Ausgrenzung und Perspektivlosigkeit. Und als Mutter eines 9-jährigen Sohnes erlebe ich hautnah, welchen Druck die Bildungsentscheidungen fürs Gymnasium oder für die Oberschule auf Kinder, Eltern und Lehrkräfte ausübt. In einem Alter, wo unsere Kinder am liebsten noch mit Lego spielen wollen, entscheidet sich ihre Bildungsbiografie. Wie absurd ist das eigentlich, liebe Freundinnen und Freunde? Und genau deshalb sammeln derzeit überall im Land Menschen Unterschriften für das längere gemeinsame Lernen. Selbst bei einer unlängst von der CDU in Auftrag gegebenen Umfrage wurde deutlich, die Mehrheit in Sachsen will eine andere Bildungspolitik im Freistaat. Dennoch bekämpft die CDU weiterhin mit ideologischen Scheuklappen die optionale Einführung der Gemeinschaftsschule über den mehrheitlichen Willen der Bürgerinnen hinweg. Liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns den 1. September auch zu einer Entscheidung machen für mehr Bildungsgerechtigkeit in Sachsen. Nun sind 7 Minuten relativ wenig Zeit, um das Bildungsdesaster in Sachsen zu resümieren. Eine Sache ist mir aber tatsächlich noch wichtig. Die Bildungspolitik kommt nämlich auch in unserer liberalen Demokratie eine immense Verantwortung zu. Viel zu viele Kinder erleben gesellschaftliche Ausgrenzung oder Perspektivlosigkeit. Bildungsgerechtigkeit ist aber notwendige Bedingung für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Bildungsgerechtigkeit ist der Schlüssel gegen die zunehmende Polarisierung zwischen Stadt und Land, zwischen Arm und Reich, aber auch zwischen Neuankommenden und Alteingesessenen. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass 2019 die Bildungspolitik endlich wieder den Stellenwert bekommt, den sie für unsere Gesellschaft, ja für unser Miteinander in Sachsen verdient, liebe Freundinnen und Freunde. Deine Redezeit. Das war ein gutes Stichwort. Ich werde voller Leidenschaft, Christine, mit euch dafür kämpfen, dass wir in Sachsen kein Kind mehr zurücklassen. Vielen Dank.